zum Friedensfest zum Bautzner. Und schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eure Stühle mitgebracht habt. Manche auch Kaffee und Kuchen. Und unübersehbar, wir haben Besuch bekommen. Und damit meine ich jetzt nicht hier die Harley hinter uns, sondern Menschen, die mit dem Auto unterwegs waren. Und zwar bis Russland und zurück. Und sie sind gerade vor wenigen Minuten hier zurückgekommen, müssen dann gleich weiter nach Chemnitz. Und das sind all die jungen Menschen mit den weißen T-Shirts und der Duschbar vorne drauf. Für mich war das erste Highlight, dass wir in Russland ankommen, weil in guten Zeiten die Freundschaft zu pflegen ist kein Problem. Aber in schwierigen Zeiten muss man unbedingt die Freundschaft wahren. Wir haben ja jetzt wieder Krieg, und zu zeigen, dass es auch Leute gibt in Deutschland, die keinen Krieg wollen, sondern Freundschaft mit Russland. Wir wollen ein Zeichen setzen für Freundschaft, für baldigen Frieden, Gespräche und keine Waffenlieferungen. Druschba heißt Freundschaft, oder wie sagte der Wolf zum Hasen früher? Nu, Zayet, Pagadi! Ja, ich sehe hier vorne gerade so ein tolles Plakat, kein Krieg mit Russland. Der Kollege hat es im Grunde mit einem Satz ausgedrückt, und ich denke, es hat noch nie einen Krieg beendet, indem man weiter Waffen liefert, und das muss einfach aufhören. Ja, vielleicht frage ich hier die Dame vielleicht. Ich habe schon gedacht, sind hier nur Männer unterwegs. Nein, sind auch Frauen. Ja, wenn die Mädels in der Minderheit sind in so einer Gruppe, da muss man sich manchmal ganz schön anpassen. Wie war das, mit den Herren unterwegs zu sein? Ja, sehr gut. Ich musste alles übersetzen von Russisch in Deutsch. Weil die Jungs nicht aufgepasst haben bei Sprache. Wir wurden sehr kurzfristig, spontan zum Essen eingeladen. Wir wurden bekocht oder nachts. Statt Nachtrundgang angeboten, und wir haben sehr viel mit Leuten unterhalten, nicht geplant, einfach so spontane Treffen, und Leute immer freundlich, ohne Hass, auch andere Meinung geäußert haben, ohne Hass, und man könnte alles diskutieren, das vermisse ich jetzt in Deutschland, ehrlich. Mein schönstes Erlebnis, das werden wir nachher mit eingeschenkt, dass jeder mal sein schönstes Erlebnis von dieser Reise erzählt, war, ich war in den blauen Seen bei Kasan. Wassertemperatur 4 Grad, und ich würde fast mir wünschen, dass die Bundesregierung, so wie ich, dort dreimal mit dem Kopf unter Wasser geht. Ich bin reingesprungen, minus 4 Grad ist so kalt. So, im Baikal war ich 2018 schwimmen, das war 12 Grad, das war locker, aber 4 Grad ist schon richtig kalt, damit alle Politiker, aber auch die ganzen Leute dahinter, die ja die wahrhaftige Macht haben, meinen klaren, kühlen Kopf bekommen. In diesen heißen, aufgehitzten Zeiten. Das wäre mein Tipp. In Russland gilt das, dass man sagt, wenn man dreimal mit dem Kopf unter Wasser taucht, dann ist man ein Jahr lang gesund. Auch Herr Lauterbach würde ich das empfehlen. Manch einer taucht auch nicht mehr auf. Ja, also Leute, das war mein Lieblingserlebnis. Danke. Wir Menschen sind frei, so sind wir geboren. Wenn wir uns entzweien, dann sind wir verloren. Sie wollen uns spalten, wollen schalten und walten. Ihr Werk ist einerlei, wir sind einig und frei. Nur im Frieden sind wir frei, legt nieder die Waffen. Brecht die Lügen entzwei, die Kriege erschaffen. Die Wahrheit muss siegen, nur dann hält der Frieden. Ohne Hass mit Verstand reicht euch Brüder nicht die Hand. Ohne Hass mit Verstand reicht euch Brüder nicht die Hand. Und wir wünschen für die Reise Freude und viel Glück. Kleine weiße Friedenstaube, komm recht bald zurück. 1792, ach Brüder, wie es uns geht. Das wird sehr deutlich, dass wir schon ganz oft in unserer Geschichte in genau dieser Situation gewesen sind, und dieses Mal müssen wir das schaffen. Dieses Mal geht es ums Überleben. Ne? Ach Brüder, wie es uns geht, erbärmlich um uns steht.
ihr wollt uns hier versklaven, unser Recht auf Leben haben, das hält kein Mensch mehr aus, deshalb auf die Straßen raus. Von der Oder bis an den Rhein könnten wir uns einig sein, denn wir müssen uns erheben, selbst endlich befehlen, das ist keine Gaukelei, ab heute sind wir frei. David Kistel und ich soll ganz viele liebe Grüße bestellen. Ich soll sagen, dass sie in Gedanken immer hier mit auf solchen Plätzen ist und ich soll allen Menschen nochmal Mut zusprechen und soll sagen, dass wir nicht nachlassen sollen und dass wir wirklich als freie Menschen für die Freiheit stehen und für den Frieden stehen. Mancher braucht eine Menge Kohle. Mancher braucht seine Idole. Mancher braucht ein Haus mit Pool. Vieles verpufft an der frischen Luft, jawohl. Diese Welt ist so schön. Könnten wir das nur sehen? Heißen Brei? Gibt's gerade zu viel Rangelei? Ist gerade alles nicht so toll? Glaub mir, vieles verpufft an der frischen Luft, jawohl. Vieles verpufft an der frischen Luft, jawohl. Für mich als diplomierte Hexe eine Kleinigkeit, sich an einen dämlichen Drachen vorbeizuschleichen. Ne? Huch, was ist das? Der Drache! Hab gerade gesagt, hoffentlich ist er zu Hause, kann ich mit ihm Drachkaffee trinken. Ne? Nein, das hast du nicht gesagt. Du willst meinen Schatz klauen. Nein! Ne? Will die Hexe Schatz klauen? Ja! Oh. Soll ich sie bestrafen? Ja! Hexe, du wirst zur Strafe mein Klo putzen. Nein, das stinkt. Ja, es ist leider verstopft. Aber morgen kommt Schwiegermutter, da muss alles sauber sein. Los, rein in die Klo. Aber da bin ich überqualifiziert. Nichts da rein. Merkt euch gut, niemand soll sich erlauben, mir Schatz zu klauen. Habt ihr eine Idee? Fragen? Fragen ist gut. Fragen, verhandeln. Ja, das ist eine Idee. Ihr kommt drauf. Die Kleinsten, die kommen drauf. Die ganz Großen, die kommen nicht drauf auf solche Ideen. Ach ja, oh, da ist er schon. Hallo? Du willst also meinen Schatz klauen? Nee, will ich nicht. Doch. Nein, ich will dich was fragen. Ich will verhandeln. Das sagen sie alle. Doch wirklich, frag die Kinder. Will Kasper Schatz klauen? Nein. Will fragen? Ja. Will verhandeln? Ja. Noch hat er günstig.
Was willst du wissen? Ob du mir was von deinem Schatz geben könntest? Für Omas Dach, das ist kaputt, die brauchen Neues. Gut, aber du musst mir was helfen. Was denn? Du musst mit in meine Höhle kommen. Aber wir sind doch in der Höhle. Ach Quatsch, das ist Vorhöhle. Geht viel tiefer. Oh, komm mit. Ganz super, ich wünsche euch hier noch einen wunderschönen Abend am Kornmarkt-Sender auf der Platte. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Horst und Gatter, Montag in Zittau wieder. Mach rüber und legt eure Helme nieder. Denn wie sagt man so schön, böse Menschen haben keine Lieder. Und ich weiß, es kann uns gerade noch gelingen, wenn wir gemeinsam nur laut genug singen. Da werden wir auch diesen Tag hinter uns bringen. Habt ihr alle in der Schule gepennt, weil scheinbar keiner erkennt, was in diesem Land gerade passiert. Es werden Ängste geschürt und dann die Feinde aussortiert. Es klingt wie aus einem Geschichtsbuch kopiert. Doch noch nie waren wir so sehr gespalten und ließen uns so leicht verwalten wie in der kranken neuen Welt. Dumm wie die Plötzen, auf die Fernsehshow kürzen und hintenrum fließt unser Geld. Und euch machen sie zu ihren Knechten, bei Menschen entrechten, und ihr glaubt, das geht schon klar. Schnell auf die Straße abgeriegelt, ein paar Schreie sind verprügelt, und heute Abend schon auf YouTube ein Star. Kommt mal rüber und legt eure Helme nieder. Denn wie sagt man so schön, böse Menschen haben keine Lieder. Und ich weiß, es kommt wieder ins Lot, und deshalb mache ich euch ein Friedensangebot. Die Vernunft liegt am Boden, aber sie ist noch lange nicht tot. Dankeschön. Ja, sogar schon Pflanzenkrankheiten, Tomatengrippe. Das ist natürlich aber dann der Stoff für ein nächstes Lied. Nach Affenpocken kommt das Biberfieber. Dann Mäuse, Läuse und noch Zebra, Lepra. Wer dann noch liebt, der fragt sich, wann endlich ist jede Krankheit.
jedes Tier ist vorbei. Nattern, Blattern, Kröten, Röten, Langusten, Husten. Lama, Lähmung, Känguru und Schnepfen, Schnupfen. Das Zoonosen-Alphabet ist lang, doch irgendwann ist jede Krankheit, jedes Tier ist vorbei. Ich hab mir irgendwie was eingefangen. Ich bin ein bisschen heiser, aber es ist auf jeden Fall ein wilder Verlauf. Ich kann es noch keinem Tier zuordnen. Ja, habt ihr eine Idee? Irgendwas? Man ist so heiser. Naja, ist egal. So, also, jetzt wird es Zeit für meinen Kollegen, meinen Korrepetitor, mein Lieblingskorrepetitor, den Oliver Nipzig, bitte auf die Bühne zu kommen. Und ich möchte endlich die Gitarre mal weglegen und mich mal hier an seinen Flügel lehnen. Ist das überhaupt ein Flügel? Nee, es ist ja bloß ein E-Piano. Naja, gut, mache ich trotzdem. Ich geh mal ein kleines bisschen rüber. Ja, wir sind noch nicht am Ende. Ja, im gleichen Stile eine Hymne, die, glaube ich, gerade hier in Bautzen ganz gut angekommen ist. Und ihr wisst genau, wir hatten eine Zeit vor über einem Jahr, vor anderthalb Jahren, oder eigentlich auch vor einem halben Jahr war es genauso, dass gerade hier in Bautzen die Situation doch sehr ernst war. Ja, das Lied heißt Heraus zur Freiheit. Auch es hat eben genauso wie das vorherige Lied sicherlich einen leicht martialischen Charakter, aber ich glaube, genau das ist es. Es ist ein wenig Energie transportiert, ein Lied über das Spazieren für die Freiheit im alten Stile, in Gedenken an alte Arbeitersänger und deswegen der Versuch eines ordentlichen Intros. Achtung, Sie hören den Sender Freie Sachsen. Sie hören das Lied Heraus zur Freiheit in einer Aufnahme mit dem Arbeitersänger Jan Zonki. Du sitzt ganz allein, voll Sorge daheim. Die Angst klebt fest an dir. Vor Krankheit und Tod, vor Armut und Not, vor Ohnmacht und Willkür. Mach Schluss mit der Qual, denn du hast die Wahl, dich selber zu befreien. Drum rege dich nun, komm raus, was zu tun, und reih dich bei uns ein. Heraus, heraus für Freiheit. Wollen wir spazieren gehen? Kein Helm und kein Schlagstock schüchtert uns ein. Wir haben das Recht, auf der Straße zu sein. Heraus, heraus für Freiheit. Wollen wir spazieren gehen? Denn der frische Luft und dem Freiheitsduft können wir nicht widerstehen. Und jeder, der sieht, dass Unrecht geschieht, muss angriffslustig sein. Versteckst du den Zorn, dann wächst dir ein Dorn in deine Seele ein. Fall nicht auf die Knie, denn Angst haben sie vor dem, der standhaft bleibt. Komm raus und komm her, hier sind immer mehr, die's auf die Straße treibt. Heraus, heraus für Freiheit, wollen wir spazieren gehen. Kein Helm und kein Schlagstock schüchtert uns ein. Wir haben das Recht, auf der Straße zu sein. Heraus, heraus für Freiheit, wollen wir spazieren gehen. Denn der frischen Luft und dem Freiheitsluft können wir nicht wieder.
übernimmt sich ein Doktor. Wer ist so altglatt wie geöltes Holz? Olaf Scholz, geöltes Holz. Die fünfte Spritze unter Dach und Fach hat Lauterbach, ja, Karl Lauterbach, Dach und Fach. Lobbyisten Größenwahn, der heißt Jens Spahn. Ja, der heißt Jens Spahn. Größenwahn. Er wirkt nach jeder Rede immer blöder. Geld und Reichtum auch mal kosten. Drosten. Drosten. Ich weiß gar nicht, wie mein Vorname ist. Ja, mal kosten. Warum sind diese Typen unbeliebt? Weil es sie gibt. Weil es sie gibt. So, und dann machen wir mal ein Lied jetzt hier gemeinsam, das mal nie um Politik geht, sondern wo es mal ein bisschen um die Natur geht und um Berge, um Dörfer, um Täler, um Flüsse. Um Bayern, um anderen Worten. Also, das ist ja genau. Ich versuche das jetzt auch relativ Hochdeutsch zu singen, damit ich die Mädels jetzt hier nie in die Bredouille bringe, denn die haben es auf Hochdeutsch gelernt, den Refrain. Und den könnt ihr dann meinetwegen auch mitsingen. Wie gesagt, es ist ein sehr schönes Lied über die Natur. Ja, unser Dorf, das liegt in einem Tal. So klein, so fein, das gibt es nicht nochmal. Das Anzusehen ist wunderschön. Doch leider gibt es hier ein Lärmproblem. Denn diese Schönheit und die Ruhe wird von einem Fließgewässer schwer gestört. Ein kleiner Bach hält uns in Schach. Kraft seines Wassers sorgt er hier für Kraft durch unser Tal. Da geht ein lauter Bach, der macht einen fürchterlichen Krach. Und jeder, der sich einmal sein Getöse anhört, versteht, warum ein lauter Bach so stört in unserem Tal. Da geht ein lauter Bach den Leuten auf die Nerven Tag und Nacht. Prima, das klappt schon gut, denn wir haben dafür natürlich nicht geprobt, sondern das ist jetzt live, liebe Leute. Doch leider gibt's noch keine Lösung hier. Dem's Wasser abzugraben ist so schwer. Wir machen dicht und halten schlicht die Ohren zu, dann hören wir ihn nicht durch unser Tal. Da geht ein lauter Bach, der macht einen fürchterlichen Krach. Und jeder, der sich einmal sein Getöse anhört, versteht, warum ein lauter Bach uns stört in unserem Tal. Da geht ein lauter Bach den Leuten auf die Nerven Tag und Nacht. Durch unser Tal, da geht ein lauter Bach, der macht einen fürchterlichen Krach. Und jeder, der sich einmal sein Getöse anhört, versteht, warum ein lauter Bach uns stört in unserem Tal. Da geht ein lauter Bach den Leuten auf die Nerven Tag und Nacht. Hey! Ja, ja, mei! Du, ich glaub's nicht!
Frank, hör auf, du hast gedrückt. Hören wir noch der Mutti schreien. Doch, doch, Frank, der ist schon unten und steht für die Freiheit ein. Frank, hör auf, du hast getrunken. Hören wir noch der Mutti schreien. Doch, doch, Frank, der ist schon unten und steht für die Freiheit ein. Die Leute, ja, wir sind friedlich und wir sind nicht das, für das uns die Presse hält. Aber wahrscheinlich wissen Sie, dass wir das nicht sind. Sie sagen nur etwas anders. Ja, wir hatten ja auch unser schönes Stadtfest und man sieht, dass wir fröhliche Bürger sind, die eine fröhliche und freie Zukunft zelebrieren und sich wünschen, liebe Freunde. Also ich sag's immer wieder gerne, Bautzen hat die größte Orga, die es überhaupt in Sachsen gibt. Danke euch allen! Danke euch! All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. Heute traf ich den Chef vom Juso und Freud, was machst denn du so? Da soll da zu mir nicht gescheit, ich bin ja gut versorgt bereits. Auch Staatsminister wäre ich noch gern, denn dafür brauche ich nichts zu lernen. Denn Bildung war okay Gebot für Staatsminister Claudia Roth. Also ungefähr. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. So, Katrin, Katrin, du kannst immer was reden, wenn Not am Mann ist. Katrin, bitte. Sonst sag ich noch was zu dir, Katrin. Super, das ist wirklich sehr schön, dass du Zeit findest, hier 5 Stunden, 6 Stunden so ein Kesselbundes hier zu moderieren. Und ja, es ist halt nicht mehr das Fernsehen, aber es ist live und es ist echt und es ist authentisch. Da geht mal was schief, da ist nicht alles perfekt. Aber das ist das Leben, live ist live. Dafür ein ganz großes Kompliment, dass die Katrin sowas macht. Katrin, Puls, bitte! Also im Gegensatz zum Fernsehen fühle ich mich hier viel wohler. Und vor allen Dingen wird hier Musik noch mit Hand gemacht und ich Playback, bis auf meine eigenen Songs natürlich. Aber ich bin ja noch in der Übung. Ja, und ich nehme vielleicht einfach einen Spruch mit auf den Weg, der mir immer ganz gut tut. Viel schöner bist du, wenn du lachst, als wenn du eine Schnute machst. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. So, wen haben wir noch? Ein Feit. Der Feit, könnt ihr nochmal mit sorgen. Bitte. Ja, ja, gut, jetzt nicht. Achso, ja. Fight for your rights. Ich wünsch mir eins, diese Fröhlichkeit, diese Lockerheit, die heute hier war, dieser Frieden, den behaltet ihr alle in eurem Herzen und tragt den durch diesen eisigen Winter und im Frühjahr, wenn wir wieder aufgetaut sind, dann machen wir wieder Party. Nein. Wir machen eher Party, denn wir machen nicht mehr mit. All we are saying is give me a chance. All we are saying is give
wünschen wir uns mal, dass jemand von Eingeschenkt TV hier vorkommt. Und der Harry und vielleicht sogar der Robin, ich weiß nicht, ob das hinkriegt, aber jemand von der Technik. Kommt bitte sofort hier vor. Harry, das ist Alex Quinn von Eingeschenkt TV, stellvertretend. Toller Sender, scheint ihr den Einblick noch nicht kennt. Ein riesen Dankeschön. Wir haben uns die letzten Tage begleitet, alles mitgeschnitten. Wir haben jetzt ganz viel Arbeit. Ihr macht einen tollen Job. Schön, dass wir bei euch sein durften. Schön, wenn ihr uns folgt. Auch wenn wir keine GEZ bekommen. Ihr seid die Größten und ihr zahlt für uns freiwillig und nicht per Zwang. Wir danken euch. It's give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. Ja, und der Harry und der Robin, die sind so bescheiden, die trauen sich nicht hervor. Die wollen auch, dass die Technik weiter noch funktioniert. Und deswegen sagen wir ein riesen Dankeschön und einen riesen Applaus für Audiotronik Naundorf Harry Weiß. Und Robin Despe heute für den Ton zuständig. Der macht das ehrenamtlich als einfach aus vom Herzen. Der Harry, der unterstützt uns seit 83 Wochen auf der Demo kostenlos. Ein riesen Applaus für diesen Anfang. Und ich muss noch was zum Robin loswerden. Robin habe ich irgendwann 2020 in Dresden kennengelernt und habe gedacht, was ist denn das für ein komischer? Und mittlerweile sind wir sehr, sehr gute Freunde geworden und wir arbeiten so gerne zusammen. Und es hat einfach auch die Tage wieder Spaß gemacht. Robin, du kannst gerne wieder bei mir wohnen. So, jetzt versuchen wir uns mal ganz langsam hier auszufäden. Wir Musiker werden immer leiser, es geht immer einer nach dem anderen ganz langsam von der Bühne runter und irgendwann ist dann niemand mehr da und dann ist es für euch nie ganz so traurig. Thank you.